Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich an mit dem Bitcoin-Chart, denn momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir traden bei ungefähr 58.500 US-Dollar. Wir halten uns hier relativ gut zwischen dem 0236er und, um es ein bisschen weiter rauszuziehen, und unserem 0382er Fibonacci Retracement Level. Das 0382er ist einfach von der großen Aufwärtsbewegung. Ich habe uns jetzt aber nochmal das kleine Fibonacci Retracement Level gezogen, und zwar von unserem High bei ungefähr 69.000 US-Dollar bis zu unserer Korrektur bei 55.000 US-Dollar. Was jetzt nämlich interessant ist, also wir hätten einmal auf dem 4-Stunden-Chart, was ich aber noch ein bisschen ausbilden müsste, ein mögliches Inverse Head and Shoulders. Würde als Trendwende gut dastehen, würde uns wieder ein bisschen Auftrieb nach oben gehen. Preisziel würde genau hier bei unserem Golden Pocket liegen. Dieser kleine Abwärtsbewegung, sage ich jetzt mal. Also hier, denke ich, wird es sich auf jeden Fall entscheiden bei ungefähr 64.000 US-Dollar. Sind wir weiterhin in unserem Aufwärtstrend, weil, was habe ich gestern schon gesagt, wir haben mittlerweile ein Lower Low gebildet. Wir hatten hier dieses Low bei ungefähr 57.700 US-Dollar unterschritten, haben Lower Low gebildet. Klar, wir haben immer noch diese Bull Flag, müssen wir auf jeden Fall darauf achten, aber wir haben halt vorher ein neues Hoch gebildet. Das macht mir halt ein bisschen Bedenken. Deswegen die 64.000 US-Dollar müssen auf jeden Fall durchbrochen werden. Wenn wir hier bei diesem Golden Pocket rejected werden, kann es wirklich sein, dass wir hier wirklich nochmal viel, viel tiefer gehen und wirklich noch unser Preisziel von ungefähr 53.000 bis sogar 50.000 US-Dollar antesten. Also wir sind noch nicht raus, sage ich mal, von der Korrektur. Ich möchte jetzt einfach irgendwann mal richtig einen bullischen Move nach oben sehen. Das Inverse Head and Shoulders würde uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen Auftrieb geben, würde für eine Trendwende stehen. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall hier das Preisziel von ungefähr 64.000 US-Dollar in Angriff nehmen. Hier oben ist dann auch gleichzeitig der 200er SMA bei ungefähr 62.000 US-Dollar. Also es kommt hier sehr, sehr viel Widerstand rein. Wir müssen dann wirklich gucken, dass wir hier drüber kommen. Wir brauchen auf jeden Fall richtig gutes Kaufvolumen, dass wir den Widerstand durchbrechen, möglicherweise nochmal Support bestätigen, um dann wirklich in diese 8 Stunden Supply hier oben unser All-Time-High und dann das auch noch endgültig zu eliminieren und durchzubrechen. Momentan gibt es wirklich nicht mehr zu sagen, der Markt ist relativ ruhig. Die Altcoins pumpen enorm. Wir können uns ja mal ganz kurz die Bitcoin-Dominanz angucken. Oder was heißt enorm? Zumindest sind die Altcoins deutlich schneller grün geworden als Bitcoin momentan. Wir sehen auch hier, die Dominanz ist bei ungefähr 42% wieder. Gut, jetzt könnten wir auch hier sagen, okay, das war jetzt ein Failed Double Bottom Pattern. Wir haben ein neues gebildet, aber das gefällt mir überhaupt nicht. Wir wurden hier am Monatspivot jetzt schon mehrmals wieder rejected. Wir sind zwar jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart, aber das tut nichts zur Sache. Können uns auch gerne mal den Daily angucken. Auch wenig Veränderungen hier mittlerweile. Wie gesagt, wir müssen hier durch diesen Monatspivot. Auch hier, wir haben den 200er SMA auf dem Daily auch nicht geschafft durchzubrechen. Wir wurden hier mehrmals wieder rejected. Der hält uns schon die ganze Zeit unten. Wir sehen es hier oben immer wieder Widerstand. Ganz kurz mal Support und sind sofort wieder drunter gefallen und wieder Widerstand. Also da wäre ich auf jeden Fall mal vorsichtig. Klar, wir könnten jetzt auf jeden Fall nochmal in den Bereich der 37%. Müssen wir schauen, wie sich Bitcoin verhält. Aber momentan sieht es eher so aus, als würden die Altcoins deutlich besser performen. Schauen wir uns Ethereum an. Gehen aber wieder in den 4-Stunden-Chart. Auch hier hat sich mittlerweile diese 4 Stunden Bullish Divergence relativ gut ausgespielt, sind aber am 200er SMA rejected worden. Wir haben es gestern besprochen, ich sehe hier auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir in Richtung 4.330 US-Dollar gehen, um den 200er SMA zu testen. Momentan pendeln wir ein bisschen rum, also hier möchte ich auf jeden Fall auch mindestens einen 4 Stunden Close darüber sehen und dann eine mögliche Bestätigung, um hier weiter wirklich in Richtung All-Time High zu gehen. Ist aber wirklich momentan alles noch ein bisschen risky. Wir haben jetzt erstmal das erste Preisziel erreicht, der Bullish Divergence bei ungefähr 4.300 US-Dollar, wie wir es gestern gesagt haben. Aber auch hier die Bullish Divergence hat ausgespielt, die können wir jetzt auf jeden Fall mal wegmachen. Da müssen wir jetzt wirklich schauen, wie sich jetzt weiterhin alles verhält. Schauen wir uns Cardano an. Cardano auch Bullish Divergence ausgespielt. Ganz kurz davor, unseren Widerstand hier anzutesten, also wir haben es noch nicht mal richtig da reingeschafft. Die Zone müssen wir auf jeden Fall durchbrechen bei ungefähr 1,96 Dollar, 1,95 Dollar. Auf jeden Fall ein Close drüber, ein 4-Stunden-Close, wenn nicht sogar ein Tagesschluss, um dann eventuell hier nochmal die Zone zu bestätigen und dann in Richtung Monatspivot zu gehen. Stelle ich mir dann ungefähr so vor, dass wir hier wirklich so einen Uptrend-Kanal dann irgendwann mal bilden, aber das ist wirklich auch noch zu früh. Auch die Bullish Divergence hat, sie hat zwar ausgespielt, aber nicht wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also wir sind hier ein bisschen nach oben gepumpt, aber es ist jetzt kein krasser Pump nach oben, wo ich sage, hey, okay, das ist jetzt die Trendwende. Schauen wir uns Elrond an. Elrond hat gestern ordentlich gepumpt. Auch hier wäre wieder die Möglichkeit gewesen, 200er SMA, Abtrendlinie. Also hier bei Elrond lässt sich das wirklich immer noch sehr gut machen. Aber nach so einem Pump müssen wir jetzt auch erstmal ein bisschen runterfahren. Wir hatten hier gutes Kaufvolumen, also sehr guter Pump auf jeden Fall, dass man sagen kann, okay, es ist nachhaltig, allein vom Volumen her. RSI sollte jetzt vielleicht ein bisschen abkühlen, vielleicht hier ein bisschen konsolidieren, um den R2, um dann den nächsten Stoß nach oben zu kriegen. Aber auch hier, das gefällt mir richtig gut. Schauen wir unseren Solana-Trade an. Solana läuft wirklich, wirklich gut.
Auch hier mögliches Inverse Head and Shoulders, ist es zwar auf dem 4-Stunden-Chart. Die rechte Schulter könnte sich vielleicht noch ein bisschen ausbilden, dass wir hier noch ein bisschen konsolidieren vielleicht, um dann hier nach oben zu pushen in Richtung R1. Aber was auch schon mal bullisch ist, wir hatten hier immer wieder den 200er SMA als Support. Das haben wir die letzten Wochen, Monate immer wieder besprochen. Haben dann hier den 200er SMA durchbrochen, sind in unsere 12-Stunden-Demand-Zone mit dem Monatspivot gekommen, haben hier deutlichen Support gesehen und jetzt haben wir mittlerweile auch wieder den 200er SMA als Support gebildet. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Volumen könnte auf jeden Fall noch ein bisschen ansteigen. Klar, wir hatten jetzt hier nochmal ein bisschen Kaufvolumen, aber das Volumen ist auch wieder ein bisschen abfallen. Wir haben aber Wochenende, müssen wir sowieso aufpassen. Es ist wenig Volumen im Markt. Das heißt, der Kurs kann auch mit wenig Volumen einfach pumpen oder auch halt dumpen. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Was können wir uns noch anschauen? VeChain hat sich hier auch im Monatspivot gehalten, auf jeden Fall bullish zu werden. Was haben wir noch? XRP ist in unserem ehemaligen Widerstandsbereich, also mittlerweile ist es Supportbereich, das muss ich noch abändern. Hält sich da auch wieder. Es ist im Endeffekt so wie IOTA. Wir haben hier diese riesige Range, die wir immer wieder antesten. Chainlink, auch wenig zu sagen momentan. Hat sogar den Monatspivot durchbrochen. Also hier müssen wir auf jeden Fall wieder drüber. Mit vielleicht einer Rejection am 200er SMA bei 31 US-Dollar. Die 29 US-Dollar, den Monatspivot wieder als Support bestätigen, um dann nach oben zu pushen. Also so wäre jetzt erstmal der Verlauf, wo ich denke, weil wir auch vom RSI auf jeden Fall noch Luft haben. Dann gucken wir uns wirklich mal kurz mit IOTA an. IOTA 200er SMA wieder rejected. Wir haben es wieder nicht geschafft, den als Support zu bestätigen. Also hier erwarte ich weiter in Seitwärtsphase. Immer wieder diese krassen Pumps und Dumps nach oben und unten. Ist auf lange Sicht nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir müssen hier wirklich mal vielleicht ein Daily oder 2, 3 Tage auf jeden Fall hier über diesen Monatspivot kommen, damit wir hier wirklich mal unser Preisziel von 1,70 Dollar erreichen. Also der R1 wurde noch nicht einmal angetestet. Wir haben es bei allen Altcoins, auch bei Bitcoin gesehen. Der R1 wurde angetestet. Der Monatspivot nochmal Support bestätigen. Das sehen wir eben bei IOTA nicht. IOTA verhält sich gegenüber anderen Altcoins überhaupt nicht so parallel. Also können wir keine Parallelen dazu ziehen. Gut, wenn wir schon bei IOTA sind, gehen wir gleich in die News rein. IOTA goes Shimmer, Staking bald möglich. Also für alle IOTA-Hodler auf... Ich glaube, auf Twitter könnt ihr, glaube ich, Shimmer folgen. Da wird alles erklärt, wie das dann abläuft mit dem Staking und so. Ich werde mir das auch mal durchlesen. Beziehungsweise habe mich mal ganz kurz schon angeteasert, weil ich auch einen großen Teil IOTA halte. Würde ich dann auf jeden Fall ausprobieren, bis uns das Gesetz einen Strich durch den Nacken macht und wir für Staking etc. auch noch Steuern zahlen müssen etc. pp. Ihr wisst, was ich meine. Aber auf jeden Fall sehr interessant, dass bei IOTA immer weiter was vorangeht. Ich bin auf jeden Fall da bullish gestimmt, dass wir hier auf jeden Fall noch deutlich höhere Kurse sehen. Ich sehe das momentan immer, diese Pump und Dumps auf jeden Fall als Einkaufsmöglichkeiten. Und das werde ich auch weiterhin nutzen. Gut, würde ich sagen, beenden wir das Video für heute. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, um mich zu unterstützen. Wir hören uns morgen wieder, denke ich. Später kommen noch drei Altcoins, Shiba, Solana und ich glaube noch, und Dent habe ich noch rausgesucht auf CryptoGuru. Also wenn ihr später noch Altcoin-News wollt, ich schicke es euch gerne dann auch in die Gruppe, den Artikel, wenn er fertig ist. Und natürlich auf Instagram, Twitter, überall wird es geteilt. Also folgt mir auch gerne da. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein gutes Frühstück, wer noch nicht gefrühstückt hat, auf jeden Fall einen Kaffee am Morgen. Und dann wie immer, stay crypto.